Was läuft und willkommen zurück zum Super Mario Maker, da wo ich eure Level spiele, die ihr immer gerne einsenden könnt. Heute habe ich ein weiteres Level von Fox, aka Michelle, aka Mumu, wie wir ihn so gerne nennen, mit seinem Airport Adventure. Advent was? Ich kenne nur Advent. Ach, wer es kennt, schreibt mir in die Kommentare. Er hat so ein kleines Level gebaut in der Luft mit. Welches Ding ist denn das überhaupt? Sieht aus wie Mario. Nee, Super Mario Bros. Das steht da oben dran. Voll vergessen. Ja, ein Luftschiff-Level, was ein Flughafen sein soll. Ich bin gespannt, wie das sich bearbeiten lässt oder wie das, ja, spielbar sein wird. Ich weiß jetzt nicht groß, was ich dazu sagen kann, außer dass ich damit starten möchte. Weil ich möchte unbedingt ein bisschen auf dem Flughafen rumspielen. An diesem ersten Advent, wo ich es aufnehme. Deswegen ist es irgendwie lustig. Wir haben ganz viele Fließbänder, okay. Und die rollen alle hin und her. Gut. Was ist da unten? Da unten ist eine Tür. Und da unten ist eine Röhre. Und da oben sind ganz viele Flughafengäste. Warum sind jetzt Knochen trocken? Weil man an Flughäfen immer lange warten muss. Und wo geht's hier lang? In den Tod. Oh nein. Ich? Du. Kannst mich mal. Hallo. 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 Tot. Ja, ja, ja. Du bist tot. Und ich gleich auch, wenn ich nicht hochkomme. So. Oh, diese blöden Maulwürfe, ne? Das sind so viele Maulwürfe. Wir gehen mal auf den Geist. Also auf meinen untoten Geist hier von wegen Knochenbrocken. Ja, da drüben ist auch was. Ich springe gleich nach links. Da drüben scheint auch was zu sein. Und zwar springe ich jetzt hier rüber. Pilze. Scheiße, One-Up. Bin nur diesen einen tollen Superpilz. Hahaha, wir sind groß. Wow. Hallo. Ich nutze dich mal als Absprungmöglichkeit. Ich sehe gar nichts. Ha! Zerstört. Wirklich? Oh, so was Gemeines hat mich wirklich getroffen. So, aber jetzt mal schauen. Was machen die eigentlich? Käfer auf dem Flughafen? Verstehe einer die Welt. Wo wollen die denn hin? Wahrscheinlich dahin, wo der Pilz auch hingeht. Eigentlich in den Abgrund. So. Immer weiter geht's. Gehen Norden. Oder in die Luft. Ha, zerstört. Zerstört. Ha. Wo ist eigentlich das Gepäck hier? Also wir sind hier am Flughafen, ne? Aber wo ist das Gepäck und wo sind die ganzen Leute, die hier mitfahren? Oh, Peace Switch. Ah, lass mich raten. Lass mich raten, hier unten gibt's. Ja, super. Ja. Mit dem P-Switch muss ich durch die Tür, kommt direkt zum Anfang des Levels. Ja. Okay. Flughafenbehörde sagt so, nein, du kannst nicht durch. Und ich sage so, ja, ich muss aber. Weil mein Flug geht gleich. Und der Flug geht unter die Erde. Oder unter Deck. Pilz. Okay. Hallo. 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 Könnt ihr mal aufhören mit Hämmern zu schmeißen? Das ist echt unangenehm. Ha! Ah, Mist. Noch mehr! Noch mehr von diesen blöden Pissern mit ihren beschissenen Hämmern. So. Ah, schau mal an. Das. Also das schicke Flugzeug. Wo fährt denn das eigentlich? Oder fliegt das?
Mushroom Kingdom, next Airport Station, wa? Hahaha. Hey, wir sind durch. Das ist eine Tür, aber ich will mal nach oben gehen. Was gibt's denn hier? Röhren. Kommt da was raus? Nö. Gehen wir oben mal durch. Kommen wir hier raus. Ah. Am Ende des Levels. Und das war gemein. Nope, 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 nope. Ha. Ich will gar nicht wissen, wo die anderen Türen hinführen. Oder die andere Tür und die andere Röhre, aber... Level beendet, beendet am ersten Advent. Und das war ein schönes Airport-Advent-Tour. Oh Gott. Das war nicht lustig und ich lache nicht drüber. Ja, das war ein recht einfaches Level im Vergleich zu den anderen Leveln, die er sonst so immer baut. Der Herr Fox. Der Herr Michel, der Herr Mumu. Aber nun gut, das war ein schönes Level, muss ich sagen. War jetzt nicht böse, aber es war vom Aufbau und der generellen Gestaltung sehr schön. Ich muss sagen, mir gefällt die Architektur einfach von dem Luftschiff hier. Allein das ganze Holzgestell umrundet und so weiter, ihr wisst schon, was ich meine. Es sieht einfach schön aus. Und ich bin froh, dass ich geschafft habe, das Level zu besiegen, ohne irgendwo großartig 2 Stunden rumzugimpen an einer blöden Stelle. Wie zum Beispiel bei blöden Wicklern, weil ich einfach reinspringe in die blöden Wickler. Obwohl sie eigentlich gar keinen Schaden machen sollten, weil sie freundliche Wesen sind. Aber nun gut. Das wär's von mir. Ich habe kaum was zu sagen zum Level. Es ist wirklich gut. Es ist schön. Es ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Kann man sagen, zu einfach? Nee. Ich meine, es ist jetzt kein, keine Ahnung, MW2 Terminal. Aber es ist schick, einfach. Also, schick. Das Ende ist gemein, mit den Kanonen und unsichtbaren Blöcken. Aber hey, wer sich antun möchte und daran sterben mag, viel Spaß. Ich tue es nicht. Und dementsprechend bin ich auch raus für heute. Euch noch einen wunderschönen, naja, Dezember. Ey, das wird lustig. Ich musste noch Geschenke kaufen. Ugh. Naja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal eine Bewertung da oder eure eigenen Level, Kommentare und so weiter und so fort. Gerne auch ein Abo. Hey. Und ansonsten hört man sich im nächsten Part. Auf Wiedersehen. Nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.